Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zu einer neuen Cameos Botschaft. Heute bin ich hier draußen an der frischen Luft und das Ganze hat einen bestimmten Grund. Denn heute geht es um das Thema Atmen. Der ein oder andere wird höchstwahrscheinlich jetzt sagen, was, Alter, atmen, das mache ich jeden Tag. Aber es geht in diesem Video darum, wie Atmung uns helfen kann. Und was Atmung überhaupt für uns bedeutet, wo wir selber Atmung einsetzen, um für uns gewisse Situationen leichter zu machen, um uns zu beruhigen, wenn einige Kampfsportler unter euch sind, um Konditionen oder wie auch immer zu bestimmen oder Adrenalin unten zu halten. Ein ganz weit gefächertes Thema mit vielen Beispielen und vielen Dingen, wo ich auch persönlich erzählen kann, wie mir Atmung und Atemkontrolle persönlich geholfen haben. Ich will erstmal ein persönliches Beispiel geben, wo ich erklären kann, wo ich mir meines Atmens das erste Mal wirklich bewusst wurde. Viele von euch kennen bestimmt die Geschichten von mir, wie ich psychotische Schübe hatte, drogeninduzierte Panikattacken, Depressionen etc. pp. Und ich habe irgendwann ganz früh dabei teilweise festgestellt, dass Atmung für mich ein ganz, ganz wichtiger Hilfestein sein kann, den ich effektiv einsetzen kann, um mich selbst zu beruhigen und mir selbst zu helfen. Und das ist ganz natürlich gekommen. Ja? Ich leite jetzt extra damit ein, um euch ein bisschen ein persönliches Beispiel zu geben. Und später werde ich noch ein bisschen mehr auf Atmung an sich eingehen, was Atmung bedeutet, wie Atmung auch für andere Kulturen, andere Menschen sehr wichtig ist in verschiedenen Einsatzbereichen. Bei mir war das irgendwie so, wenn ich Probleme hatte, wenn ich wieder Panikattacken bekommen habe, dann war ich zuerst ganz hilflos. Und ich habe ja gesagt, ein wichtiger Motor, ein wichtiger Hilfestein für mich war immer das Training, der Sport. Eine andere Sache, die mir dann aber wie so ein Geistesblitz praktisch entgegengeflogen ist, war das Atmen. Ja? Ich habe irgendwann bei irgendeiner Panikattacke, wann das genau war, kann ich auch nicht sagen, angefangen bewusster zu atmen. Ich habe mir gedacht, okay, krass, okay, wenn ich jetzt anfange, meine Atmung zu kontrollieren, meine Atmung etwas flacher zu halten, nicht zu unterdrücken, sondern etwas sanfter zu halten, dann legen sich die Wellen, die in meinem Körper sind, dann entspannt sich alles ein bisschen, dann wird alles ein bisschen ruhiger. Und ja, das ist eine Sache, die wirklich natürlich zu mir gekommen ist, die ich auch immer wieder angewendet habe, ohne mich wirklich nochmal mit Atmung, Meditation, wie auch immer beschäftigt zu haben. So habe ich es zum Beispiel auch, als ich die Panikattacken und so weiter so weit überwunden hatte, oft gemacht, dass ich zum Beispiel, wenn ich sehr gestresst war oder sehr unter Stress stand, mich ins Bett gelegt habe und einfach angefangen habe, meinen Stress auszuatmen. Jetzt verrate ich vielleicht auch schon eine von den Techniken, die mir persönlich hilft, was den Atem angeht. Ich habe mich einfach flach aufs Bett gelegt und mir gedanklich vorgestellt, dass das, was mich gerade belastet, ich mit meiner Atmung auslasse. Das heißt, ich nehme sozusagen freie, gute Luft in mich rein, die nicht belastet ist von meinen Problemen. Also das funktioniert alles gedanklich, ist klar, ne? Und das, was an meinen Problemen, Spannungen, Stress und so in meinem Körper ist, das lasse ich mit diesem Atem raus. Und das habe ich wirklich, genau wie bei dieser Atemkontrolle in Bezug auf Panikattacken, in so Stresssituationen einfach intuitiv gemacht, ne? Also da war nichts dahinter, dass irgendjemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey Max, probier das doch mal mit Atem, sondern das kam ganz natürlich für mich und ist auch eigentlich im Grunde genommen natürlich logisch, nur ich glaube, heute, so wie wir leben, nehmen wir unsere Atmung gar nicht wahr. Für uns ist Atmen irgendwie natürlich was Normales, was da ist. Wenn wir nicht atmen, dann sterben wir. Aber der Atem ist doch ja, einer der wichtigsten Faktoren, die unseren gesamten Zyklus irgendwie kontrollieren und steuern. Und das ist mir so durch mein Bewusstwerden irgendwie, ja, wie ich schon gesagt habe, ganz intuitiv dann bewusst geworden und hat sich für mich in vielen Situationen als sehr hilfreich dargestellt. Das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel auch Probleme mit Panik oder Angst habt oder allgemein gestresst seid, fangt an, auf eure Atmung zu achten. Ihr müsst auch nicht irgendwie Meditationen lernen oder wie auch immer. Es reicht teilweise schon, wenn man einfach anfängt, seinen Atem zu beobachten. Und mit der Atembeobachtung fängt man automatisch an, ruhiger zu werden, weil ein bisschen weniger Gedanken fließen. Man nimmt sozusagen die Konzentration, die man vorher auf seine Probleme hatte, und lenkt sie auf den Atem. Ja? Für mich war das sehr, sehr hilfreich, das festzustellen.
festzustellen, und das ist heute auch immer noch etwas, was ich allen Leuten in meiner Umgebung sage, wenn es irgendwie zu, sage ich mal, problematischen Situationen kommt, sage ich den Leuten, ey, bleib immer ruhig, behalte deine Atmung ruhig. Und das habe ich irgendwo in meinem Leben immer weiter vorgeführt. Ich habe zum Beispiel, sage ich mal, teilweise auch brenzliche Situationen erlebt oder Situationen, wo andere Leute um mich herum sehr unruhig geworden sind, sehr unkontrolliert geworden sind, dann versuche ich immer meine Atmung ruhig zu halten und merke, wie ich meine Gedanken auch besser und schlüssiger fassen kann. Ja? Und das ist wirklich was, was viele von euch mal ausprobieren können. Zum Beispiel auch in Situationen, ich sage jetzt mal ganz banale Situationen, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie einen Test schreibt, ihr macht eure Führerscheinprüfung oder wie auch immer, dann versucht dabei mal ein bisschen mehr auf eure Atmung zu achten und eure Atmung ruhig zu halten, und ihr merkt, wie die Aufregung an sich ziemlich zurückfährt. Ja? Ist eine sehr interessante Sache, die könnt ihr wirklich auf alles in eurem Leben ausweiten. Ich will mal ein paar Beispiele noch geben. Das ist wirklich ein Thema, was man natürlich auch noch weiter, sage ich mal, ausarbeiten kann, wie bei dem Naturvideo. Wenn ihr Lust habt, dass ich vielleicht auch unterschiedliche Techniken nochmal zeige und darauf eingehe, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich das gerne. Ich hatte ja gerade schon darüber gesprochen, zum Beispiel Kampfsport, Boxen oder sowas. Ich glaube, jeder von euch, der sowas gemacht hat, kennt das selber, dass eine gute Kontrolle oder Führung des Atmens oft dazu führt, dass man auch in Adrenalinschüben, die man hat in Kampfsituationen, sich selbst beruhigen kann und so vielleicht ein bisschen taktischer denken kann als der andere. Wenn man komplett seinen Körper vom Adrenalin einnehmen lässt, dann schafft man es meistens nicht. Man läuft doch Gefahr, irgendwo was zu kassieren, was man eigentlich nicht kassieren sollte. Und da werden mir wahrscheinlich viele von euch, die sowas machen, recht geben. Ein anderes Beispiel, das ich sehr interessant finde und das ich auf diesem Kanal noch gar nicht angesprochen habe, wonach mich aber schon einige gefragt haben, ist natürlich Meditation. In der Meditation, sei es jetzt in moderner westlicher Meditation, Achtsamkeit, wie auch immer, oder traditionell buddhistischer Meditation, ist Atem eigentlich die Basis, die alles ausmacht. Ja? Jede Meditation fängt im Grunde genommen mit Atembeobachtung an und alles zieht sich über den Atem. Ja? Der Atem ist im Grunde genommen so der gesamte Motor, der dieses Thema Meditation antreibt. Und ich will jetzt nicht hier auf irgendwelche Meditationstechniken eingehen. Ich möchte nur nochmal untermauern, wie wichtig Atem und Atemkontrolle für uns sein kann. Das können wir bei vielen Mönchen zum Beispiel auch wissenschaftlich basiert sehen. Ja? Es gibt viele Studien, die darüber gemacht wurden, wie Mönche zum Beispiel ihre Atmung kontrollieren können und über ihre Atemkontrolle gewisse Bereiche ihres Gehirnes, sogar ihres Körpers kontrollieren, Wärme erzeugen können zum Beispiel, gewisse Hirnbereiche aktivieren, andere Gehirnbereiche eher nicht deaktivieren, aber eher in den Hintergrund drücken lassen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes und natürlich auch sehr, sehr weit gefächertes Thema, und ich will euch jetzt nicht da ja komplett einen über Meditation und wie auch immer erzählen. Für mich ist es nur ein ganz wichtiges Thema, weil es bei Cameos Botschaft ja immer irgendwo darum geht, ja, sein Leben zu verbessern oder etwas zu tun, womit man weniger Stress, weniger Probleme hat, und der Atem, wie gesagt, für mich das Allerwichtigste. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich mache es wirklich so. Also wenn ich bei mir in der Umgebung irgendjemanden sehe, der an irgendwas leidet oder mit irgendwas Probleme hat, ich sage den Leuten immer wieder, achte auf deine Atmung, schau, dass du deinen Atem beobachtest, schau, dass du deinen Atem mit hineinnimmst und deinen Atem sozusagen als Träger nimmst für das, was dein Problem ist, um dich da rauszutragen. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich das in meinen Panikattacken und so weiter intuitiv gelernt habe und später weiter fokussiert habe. Das war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Als ich das erste Mal in meinem Leben so über Meditation und sowas gelernt habe und darüber gehört habe und dann gesehen habe, dass vieles atembasiert ist, war das für mich auch irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, so, oh, krass, Alter, das hast du eigentlich schon früher ja selber herausgefunden. Das heißt, eigentlich ist diese Heilung
nenne ich jetzt mal so, eine ganz natürliche Heilung, die auch jedem Menschen inne liegt, ja, wenn man sich darüber bewusst wird. Und ich glaube, viele von euch werden das selber schon erfahren haben. Auch die, die vielleicht in ihrem Leben sehr abgelenkt und sehr gestresst sind, werden wahrscheinlich jetzt, wo ich das sage, denken so, oh krass, ja stimmt. In der und der Situation, wo das und das war, als ich dann angefangen habe, meinen Atem zu beruhigen, wurde alles besser und alles angenehmer für mich. Da werden sich wahrscheinlich viele wiederfinden. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir anfangen, mehr auf unserem Atem zu achten und ein flüssiges, bewusstes Atmen mit in unser Leben nehmen. Denn das kann uns wirklich helfen, unsere Entscheidungen, unsere Probleme, alles etwas entspannter und vernünftiger auch angehen zu lassen. Und das ist eine Sache, die, sage ich ja immer wieder, klappt bei mir natürlich auch nicht täglich. Aber immer wenn ich es fokussiere, merke ich, wie positiv es mein Leben beeinflusst. Von daher, ja, setzt euch da mal mit auseinander und denkt mal ein bisschen darüber nach. Ich glaube, dass viele von euch in vielen Sachen, die ihr mir teilweise auch schreibt, in Privatnachrichten und so weiter, viel Hilfe bekommen können. Ich kriege immer noch viel Response so auf dieses Trip-Video, was ich gemacht habe. Es gibt so viele Leute, die mir da schreiben, irgendwie krass, ich habe das Gleiche durchlebt wie du und so. Boah, krass, so viele Parallelen, das ist alles genau gleich. Und das kann wirklich einer der massiven und großen Schritte in eurem Leben sein, der euer Leben verbessert. Wenn ihr interessiert daran seid, sowas auch noch weiter zu fokussieren und noch weiter zu vertiefen, dann empfehle ich euch natürlich, euch mit Meditation auseinanderzusetzen. Was ich immer ganz wichtig finde dabei, ist zu sagen, bei allen Sachen, Meditation ist eine Technik, die hängt zusammen natürlich auch mit buddhistischer Philosophie, wie auch immer. Bei allen Sachen, wo es um Glauben oder wie auch immer geht, seid immer vorsichtig und passt immer darauf auf, dass ihr nicht an irgendwelche Leute geratet, die diese Techniken oder den Glauben oder wie auch immer dafür benutzen, einfach Leute in irgendeine Sekte oder irgendetwas anderes reinzuziehen. Ich kann das mal einfach von mir sagen, ich war bei sowas immer grundsätzlich super vorsichtig, ich habe immer eher Bücher zur Hand genommen und wirklich viele Dinge verglichen, viele Dinge gelesen, um Sachen zu verstehen. Ich war nicht so der Freund davon, jetzt irgendwo hinzugehen und mir etwas von Leuten erklären zu lassen, wenn ich nicht hundertprozentig sicher war, so dass der Motor, warum die Leute das machen, ein rein herzlicher ist, um anderen Menschen was wiederzugeben. Da gibt es natürlich viele schwarze Schafe, wie auch sonst überall, die Dinge nur machen, um Kohle zu verdienen oder um irgendwo Leute, wie gesagt, in einer Sekte oder wie auch immer reinzubringen. Da könnt ihr ein bisschen vorsichtig sein. Es ist immer so ein bisschen eure eigene Intelligenz auch gefragt, zu schauen, von wem kann ich mir was ziehen und von wem nicht. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr möchtet, dass ich mehr solche Sachen mache, mache ich das auch gerne. Ich kann von reinem Herzen sagen, dass ich Camillos Botschaft definitiv nicht aus kommerziellen Interessen mache, sondern wirklich um was weiterzugeben. Und da kann ich auch später oder in anderen Videos gerne mal darauf eingehen, gewisse Techniken zu zeigen. Nur ich will halt wissen, ob ihr das auch sehen wollt, und dann mache ich das gerne. Wie schon gesagt, der Atem ist für mich was wirklich Wichtiges, und ich kann es jetzt auch beispielsweise sagen, nachdem wir London Video gemacht hatten, bin ich relativ krank geworden mit Husten. Leute denken wahrscheinlich jetzt Corona. Nein, aber ich glaube, es war ein normaler Husten, wie auch immer. Und auch da habe ich es wieder gemacht. Ich habe mir mindestens mehrmals am Tag die Zeit genommen, rauszugehen und tiefe Atemzüge zu nehmen, um meine Lungen und Bronchien freizuhalten, damit das nicht weiter und tiefer geht. Ich habe schon mal eine Lungenentzündung gehabt und ich weiß, wie schlimm das ist. Und das mache ich, und das beruhigt mich dann auch, und dann merke ich, wie ich allgemein auch die Luft und das, was um mich herum ist, wieder aufnehme in mich und so auch eine Heilung für so eine einfache Krankheit wie so ein Husten oder eine Erkältung für mich aufnehme. Ja? So viel einmal zu meiner Gesundheit in den letzten Tagen oder Wochen. Musikvideo, ganze Release und so war auch davon geprägt, aber so ist das halt manchmal, und ich versuche immer alles zu tun, um halt gesund zu werden und Sachen nicht zu verschleppen. Das finde ich auch ganz wichtig, machen auch viele Leute, hat auch was mit Atmung zu tun, mit Durchatmen, mit ruhig bleiben, ja. Viele Leute heute arbeiten mit ihrer Erkältung, ihrem Husten immer weiter und tragen das wochenlang mit sich rum, und das kann erhebliche Folgen für unseren Körper haben, und wenn man sich da nicht die Ruhe nimmt, dann kann das wirklich gefährlich ausgehen, und das versuche ich eben wirklich nicht zu machen. Was auch interessant ist, gibt natürlich auch viele Sprüche, die sich irgendwo auf den Atem beziehen. Ne? Kennt ihr, wenn irgendwie, es liegt irgendwas hinter euch und ihr könnt, sagt mal wieder so, es liegt irgendwas hinter euch und ihr könnt wieder sagen so, boah, endlich kann ich wieder frei durchatmen. Oder
Man sieht eine wunderschöne Frau und denkt sich, boah, die hat mir den Atem geraubt. Eigentlich beinhaltet das Ganze auch wieder alles, was ich schon sage, ja. Etwas liegt hinter uns und wir können wieder frei durchatmen. So, wir sind wieder locker. Wow, eine Frau kommt, mein Herz klopft oder wie auch immer, ich bekomme eine Erektion und kann nicht richtig atmen. Ja, wir sind aufgeregt und verlieren unseren Atem. Diese beiden Sprüche beinhalten eigentlich alles, was ich gerade oder was ich in dem Video versuche zu sagen. Ja? Stress, ruhig atmen, wir können durchatmen. Am besten aber nicht erst danach, sondern während wir das haben und irgendwas passiert und wir sind total aufgeregt, unsere Atmung wird hektisch. Und in beiden Situationen geht es eigentlich darum, das einzusetzen, was ich jetzt gerade gesagt habe, und zwar unsere Atmung zu kontrollieren. Das heißt, wenn ihr diese Frau seht und die raubt euch den Atem, einfach locker und cool bleiben. Und dann könnt ihr die Situation vielleicht auch besser kontrollieren, weil vielleicht hat diese Frau ja nichts Gutes im Sinn. Oder ihr habt eine Stresssituation und könnt erst danach wieder durchatmen. Atmet doch durch, während ihr die Stresssituation habt. Ja, da müsst ihr einfach mal drüber nachdenken und das einfach mal versuchen. Also ganz explizit diese Woche oder nächste Woche. Ihr habt Stress, irgendwas kommt auf euch zu. Jemand anders provoziert euch auch, das kann ich auch mal sagen, ja. Provokation, wenn jemand kommt und euch wirklich provoziert und euch etwas androht. Wie oft passiert es uns, dass wir hochfahren und aggressiv werden, bum, 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 unser Herz schlägt, unsere Atmung kommt hoch. Aber was haben wir im Endeffekt davon? Im Endeffekt wirken wir dann wie so ein kleiner, unkontrollierter Troll und die anderen machen sich eventuell lustig über uns. Versucht mal in so einer Situation cool zu bleiben und locker zu bleiben, die Atmung zu bewahren und einfach ruhig zu bleiben. Und dann merkt ihr schon, wie sich eure Ruhe auf den anderen überträgt und vielleicht oder meistens sogar schafft man es dann, die Situation zu kontrollieren, auch den Aggressor, also die andere Seite, zu beruhigen. Wobei der andere vielleicht dabei, das sage ich jetzt mal ein bisschen egoistisch, vielleicht auch nicht so wichtig ist. Es geht hierbei wirklich um euch, was euch helfen kann. Das heißt, ihr müsst euch nicht so aufregen. Ihr bekommt keine Aggressionen, weil Aggressionen und Stress und alles ist Gift für unseren Körper. Ja? Heutzutage denken viele Leute irgendwie, Stress sei etwas Gesundes. Oder ich kenne Leute, die sagen, boah, wenn ich keinen Stress habe, fühle ich mich nicht wohl. Ja, ihr seid gewöhnt an Stress. Versucht doch mal, euer Leben ein bisschen zu beruhigen und schaut mal dann, wie es sich dann anfühlt. Dann verändert sich wirklich einiges und dann habt ihr auch wirklich ein Gefühl von Freude und Ruhe, Glück, wie auch immer. Ja. Also, Atmen wirklich ein sehr weit gefächertes und interessantes Thema, ein Thema, zu dem man auch noch viel mehr machen kann. Ich wollte das grundsätzlich einfach mal nicht oberflächlich, aber ein bisschen, ja, so ein Rundumschlag, in so einem Rundumschlag das einfach mal ein bisschen anschneiden, Leute. Ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Cameos Botschaft, ja, wirklich so mein Herzensformat auf jeden Fall und ich freue mich immer riesig über die ganzen Resonanzen da drin. Es geht in den nächsten Wochen weiter mit Videos, Leute. Ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Facebook, haut ordentlich in die Tasten, Leute, und wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Ich bin für heute raus, Max Cameo, wir sehen uns. Peace und immer ruhig atmen. Ihr wisst Bescheid.